So, und damit hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von F1 2016. Der Demo natürlich wieder mal. In der letzten Folge sind wir ja das Training und das Qualifying gefahren. Im Training, da waren wir ja gar nicht mal so schlecht. Wir waren, glaube ich, sogar 13 da. Das Qualifying war nicht so gut. Man sieht hier, auf der Pole ist Sebastian Vettel mit einer 1:31.980. Der einzige unter 1:32. Und dann da mein Teamkollege Hamilton und Ricciardo. Und ich bin leider auf dem letzten Platz gelandet. Noch hinter Felipe Nase. Mit einer 1:37.307. Aber wir haben das Feld von hinten auf. Deswegen, ich drücke A und wir starten das Rennen. Also, 15. wäre schon nicht schlecht. Nicht, wenn ich das werden würde. Vor allem am besten wenige Unfälle, wenige Kollisionen. Das halte ich auch für am besten. Wir kriegen auch ein paar Ressourcenpunkte. Mich allerdings gerade nicht interessieren. So. Qualität. Aber immerhin straffrei und Qualifying sogar abgeschlossen. Erst Zweiter, ich bin 22, ne? Ja, nicht ganz besiegt. Teamrangliste, das interessiert mich gerade nicht so. Die Erwartung, gescheitert, minus 1. Also die Erwartung von dem Team erfülle ich gerade nicht. Also das ist Mercedes, ne? Das kann schon passieren. So, Laptop, äußern ist mir egal. Und wir gehen zum Rennen. Bin ich gerade ein bisschen aufgeregt. Erstmal das Rennen bestehen, das wäre auch schon mal was Schönes. Und nicht Letzter werden. Vorletzter ist noch in Ordnung, aber Letzter ist halt noch mal noch so noch ganz schön viel negativer als Vorletzter. Da kannst du sagen, ich war nicht der Schlechteste. Und dann warst du der Schlechteste. Das heißt ja, dass ich in der Formel 1 eine Sekunde wie eine Ewigkeit habe. Die 4 vergangenen Monate ohne Rennen waren eine wirklich lange Zeit. Aber wir sind zurück in Melbourne, Heimat des großen Preises von Australien, seit 1996. Also seit mittlerweile 21 Jahren. Das heutige Rennen findet im australischen Bundesstaat Victoria statt und auf die Fahrer warten 16 Kurven, 5,3 Kilometer Streckenlänge und eine Durchschnittsgeschwindigkeit von ca. 193 km/h. Unfälle sind aufgrund der nahen Mauern fast unvermeidlich. Die vergangenen Jahre zeigen uns, dass ein Safety Car fast immer an der Tagesordnung ist. Okay. Heute und für den Rest der Saison nimmt neben mir in der Kommentatorenbox ein wirklich toller Kerl Platz, der einzigartige Stefan Böhmer. Jetzt sind wir also hier beim ersten großen Preis der Saison. Die Autos geben zum ersten Mal Gas. Was sind denn deiner Meinung nach die wichtigsten Fragen, die wir beantworten müssen? Zuallererst, Heiko, und danke für die wunderbare Vorstellung, möchte ich Folgendes sagen. Es ist wirklich ein Privileg, hier zu sein, und ich kann es kaum erwarten, herauszufinden, was uns in dieser Saison erwartet. Um deine Frage zu beantworten, natürlich bleibt abzuwarten, wie viel Performance die Autos zu bieten haben werden, aber trotzdem geht es hauptsächlich um die Zuverlässigkeit. Es ist der erste große Preis der Saison, und da willst du deinen neuen Teilen natürlich alles abverlangen. Die Boliden stecken voller ausgeklügelter, aber auch hochsensibler Technologie. Daher wird es heute wichtig sein, das Ende des Rennens mitzuerleben und dafür zu sorgen, dass nichts kaputt geht. Und natürlich willst du dich auch von allen Problemen fernhalten. Das erste Rennen der genau. Saison und wir starten leider von ganz hinten. Zeig dem Team, was du drauf hast. Also gut, sehen eine Sekunde. Nach dem gestrigen aufregenden Qualifying an. Sebastian Vettel hat eine leere Strecke vor sich. Er startet von der Pole. Und daneben steht Lewis Hamilton. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Ricciardo, Verstappen, Kimi Räikkönen und Button. Massa, Bottas, Hülkenberg und Sergio Perez. Sainz Junior, Gutierrez, Romain Grosjean und Kvyat. Alonso, Hayanto, Jolyon Palmer und Kevin Magnussen. Wehrlein und Nasser. Markus Eriksson und ein Mercedes vervollständigt die Startaufstellung. Hallo, du kannst euch meinen Namen sagen, ja? Fabian Skilling. Also schalten wir zur Strecke. Machen wir. Aber eine Sekunde ist im Rennen wirklich eine Ewigkeit oder an sich bei einer Rundenzeit. Eine Sekunde ist an sich nicht viel. Aber bei solchen Autos ist eine Sekunde, das sind Welten dazwischen. Zwischen der zum Beispiel 1:32 und 33, das sind Welten. Und der Rundenrekord von Schumi, 1:24. What the fuck, wie ist der denn gefahren? Das ist echt nicht schlecht. Wir sind heute der Bestes gefahren im Qualifying, sogar eine 1:32. Schumi einfach eine 1:24 hat dann gebrettert auf der Strecke. Das ist 2004. Alter, scheiße.
Okay, Schumi war schnell. Schumi war richtig, richtig schnell. Naja, wir drücken mal A und legen los. Oh, so einfach ist Runde. Das ist gut. Ja, Position halten. Ja, dann fahrt doch mal vorbei, Idioten. Hallo. Fahrt vorbei. Alter. Komm, fahrt vorbei. Halt nicht. Ich will doch ein bisschen die Reifen warm fahren, wäre nicht schlecht. Der Kumpel hat mich gerade noch nicht so verstanden. Ja. Bremsen sollten auch ein bisschen auf Temperatur gebracht werden. Aber auch nicht überhitzen. Ist ja auch nicht gut. So. Würde ich mir eine Funksonde. Man hat auch vorne das Safety Car gesehen, den Mercedes AMG GT. War vielleicht sogar ein GTS, ich weiß es nicht. Eine schöne Silber. Ist halt geil, ne? Muss ich eigentlich jetzt am Start, muss ich ja die Kupplung drücken mit runterschalten. Wenn ich die loslasse, bin ich dann auch mal automatisch im ersten Gang? Oder muss ich erst nach hochschalten? Das ist die Frage. Das weiß ich halt nicht. Weil wenn ich jetzt schon den zweiten schalten würde, das wäre ziemlich ein Desaster. Im Start kann ich eh nicht viel verlieren, ich bin sowieso der Letzte. Oh, scheiß drauf, fahren allen vorbei. Hallo Palma. Ey, warum? Ja! Halt nicht. Ist doch fast gar nichts passiert. Hallo, was macht der gerade? Hallo? Ich kann wieder Gas geben, noch lenken gerade. Ah! Rückwärtsgang, nein. Im ersten starten. Aber gucken, wie dann der Start verläuft. Ich hoffe, der startet automatisch im ersten Gang. Hat er nicht gemacht. Start war gar nicht mal so schlecht. Oh, Eriksson. Hä? Ein bisschen zurück mit meinem Start. Ich wollte nicht ganz so auf hart gehen. Oh. Ja. Das war meine Schuld. Hallo. Gott. Nein. Er dauert ein bisschen mehr, ne? Ich habe Rückblenden, glaube ich, auch rausgemacht. Wenn ich rausziehe, bin ich halt raus, ne? Bloß das halt. Ich kann nichts gegen machen. So. Habe ich immer in freier Strecke. Dann hoffentlich auch ein bisschen aufholen. Die Kämpfe andere ausnutzen, weil die da am Kämpfen sind. Da viele zumindest hoffentlich. Sind die auch alle langsamer, ne? Genau nicht Hartgas fahren, wie sie wollen. Dann müssen sie auch auf die anderen achten. Dass es dann nicht zum Riesenunfall kommt. Hätte ich auch nichts gegen, ne? Wenn so einer rausfliegt, wäre ich immer nicht letzter. Genau, wir fahren 15 Runden. Also tanken. Ich weiß nicht, wie viele Tanken wir überhaupt mit haben. Ich habe mehr zum Qualifying. Mehr zum Training, meine ich. Weil eigentlich, der Tank ist ja groß genug für 15 Runden. Direkt ja sonst auch für 100%. Wir müssen ja eigentlich sogar nicht tanken. Hoffentlich auch nicht in die Box mit Frontflügel oder so. Hätte ich jetzt nicht so Bock drauf, den mal zu wechseln. Oh. Ja, Körner einholen. Das heißt, die finde ich auch ziemlich gut eigentlich. Ist ja wahrscheinlich dank mir war. Komme ich wenigstens wieder ran. Verschalte nicht das Delta-Tempo. Was ist denn das Delta-Tempo? Keine Ahnung. Der Start war schon mal an sich
bis zur ersten Kurve war eigentlich alles ziemlich gut. Die erste Kurve habe ich vermasselt. Oder mehr rausfahren zumindest aus der ersten Kurve. Naja. Ah, da sind wir auch schon. Naja, ich werde mir eben. Keine Angst. Geht gerade nicht. Ich nehme wieder mal auf. Na komm, Erik, so, gib noch ein bisschen Gas hier. Techniker müsste eigentlich jetzt in diese Runde reinkommen. Hoffe ich zumindest. So. Wieder ein Renntempo fahren, wäre nicht schlecht. Ich soll langsam hinterher holen. Mensch, da kann halt auch der AMG GT nicht. Wenn er, glaube ich, so schnell wie er kann, bleibt er hinterher. Das ist halt für uns langsam, die Geschwindigkeit. Aber für den AMG ist es schon ziemlich schnell. Ich glaube, das kommt rein Safety Car, ne? Was ist eingekommen? Ja, sorry. Immer noch Safety Car, oder? Ja, Verwarnung. Cool, Kolonne ein. Ja, ich bin auch direkt hinter Ericsson. Sollte eigentlich. Nee. Okay, Frontflügel sieht noch gut aus. Reifen auch nicht so schlecht. Ich meine, ist das jetzt die dritte Runde? Davon eigentlich über einen nur noch Safety Car. Nein, das wollte ich nicht. Kann ich das hier beenden, das Menü? Wie geht denn das? Nein, ich will nicht noch Mager fahren. Ja, ja, ich glaube, der Ericsson. Keine Angst. Ah, so. Wollen wir mal gucken, wie die Reifen halt sind. Weil Frontflügel, der Schaden genommen hat. Aber zum Glück nicht. Oh, Safety Car. Wieso ist immer noch Safety Car? Versteh das nicht. Komm. Safety Car, komm bitte diese Runde rein. Bitte. Ich tippe mal, es kam nicht rein. Warum immer noch Safety Car? Wer brauchen die denn? Warte mal kurz. Der gute alte Controller wieder.
Also gerade nicht so spannend, ne? Da drin hier. Safety Car. Ich kann auch gerne mal reinkommen. Das ist kein Grund, wieso das nach draußen sein sollte. Weil meine Teile sind da eigentlich auch weg. Jetzt ist noch gar keiner abgeflogen, oder? Ich glaube nicht mal. Ich habe auch bis jetzt keinen wirklichen Unfall mitbekommen. Außer meine Kollision vielleicht. Aber das ist ja nichts wirklich passiert. Und ich bin online. Ich war das echt dahinter. Ah, danke. Oder? Das ist schön. Noch mal Zeit. Das war klar. Ich habe keine Strafe bekommen. Von erlaubt das überholen. Wie weit wir wieder beieinander sind, ne? Da kann man wieder ab Stadtziel überholen, oder? Das war knapp. Das war echt knapp. Nee, nee. Sich vergeben, mein Freund. Der Mensch war vorletzter. Wieder Zeit sogar gefahren im Sektor. Wer deine kriege ich auch noch. So. Ich bin Platz gelassen, ja? Warum ist auch nicht fair gerade eigentlich? Na? Na, geht doch. War echt gar nicht mal so schlecht. Die letzte Runde, die war echt gut. Na? Nicht so schön. War zu spät. Möchte wieder einen Platz abgeben, vielleicht sogar zwei. Komm vorbei. Komm mal. Oh, ja. Sorry, sorry, das ist alles meine Schuld. Du warst ja auch wieder vorbei. Ericsson auch. Ey, wer allein war das? Weil alle hier nah beieinander. Letzten. So. Das musste mal sein. Ey. Aber ich muss viel besser raus aus der Kurve hier. Schön überholen.
Achso. Wow. So, ist okay. Puh, das ist anstrengend, aber mega geil. Wäre nicht so gut. Aber jetzt immerhin jetzt noch Elfter. Geil. Dann habe ich einige in der Box, schätze ich mal. Ich habe jetzt nicht so viel überholt, dass ich Elfter wäre. Aber gefällt mir. Gerne so bleiben. Ich hoffe, wir müssen nicht in die Box. Na, die Kurve, ey. Die ist echt furchtbar. Okay, Magnussen ist raus. Okay, hab ich ihn gesehen? Ja, Flaggen sind doch anders. Alles grün. Ha! Hat doch zurückgezogen. Hab ich gedacht. Top 10 sind drin, glaube ich, ne? So noch DRS. Ich habe einen DRS-Punkt noch vor ihm war. Enter eben meine ich. War geil, ne? Das war ein bisschen abgekürzt. Zweiter. War geil. Erster. War an der Box wegen. Haben die Reifen gewechselt? Wegen Wetter? Es ist gerade leider nicht. Ist auch gerade ziemlich egal. Weil Regen ist ja noch kein. Der Strecke ist noch genauso trocken wie am Anfang des Rennens. So. Mal geil, erster. Mittlerweile gar nicht mal so scheiße eigentlich. Ja. Der Wagen habe ich fast weggeschmissen. Na, Hamilton? Ab geht. Oh. Ich versuche vorne zu bleiben. Für mein Bestes natürlich. Der DRS beide wahrscheinlich. Wow. Das war knapp. Naja. Na? Ich wollte ein bisschen Platz lassen, aber halt auch. Das war ein bisschen zu viel. Hamilton und Vettel wieder vorne. Der ist wahrscheinlich Raikön. Nicht Fehler machen, Fabian. Ich merke, meine Reifen gehen gerade zu Neige. Meine Sprintreifen habe ich super soften, dass ich halt auch nicht so lang fahren. Oh, was ist denn das hier? Wohl, noch gehen sie. Gleich mal so viel. Ich fahre noch zwei Runden und dann in die Box. Ich hoffe nicht wieder super softe. Ich fahre jetzt in die Box, glaube ich. Ich kann mit den anderen noch 6 Runden fahren, dann passt das eigentlich. Ich will nicht in die Box, ich bin 5 da. Ich muss. Ich könnte vielleicht sogar mit den harten Reifen durchfahren. Wenn die gelben hätte. Aber nö. Ich war sogar mal Erster.
So, was haben sie? Dann gelbe für mich, okay. Bisschen härteren sein. Oder nur die soften Reifen. So, da steht der Mercedes. Was komme ich raus? Na? Ey. So, 18. Nix letzter. Muss ich ein bisschen aufpassen, meine Reifen sind noch kalt. Weil nicht so warm wie meine alten zumindest. Die waren sicherlich angewärmt. Deshalb muss ich erstmal auch die Reifen ein bisschen einfahren. Fahren sie auch anders als die weicheren. Und sonst wird es auch schlechter werden. Ich fahre jetzt mit den roten halt besser als mit den weichen. Mit den gelben. Ja, weich ist auch eine Farbe, Fabian. Die verhalten ja die gelben etwas länger. Das mache ich ja gerade, ey. Eine meiste Konzentration lässt schon irgendwie nicht nach. Hamilton, schnellste Runde. Ist doch nur eine 1,34. Da haben Qualifying viel besser. Ist eigentlich auch meistens so, dass man Qualifying immer die beste Zeit wert. Im Rennen eigentlich eher nicht. Ja, ein bisschen gecuttet. Das war alles. Okay, was machen die hier? Die haben offenbar einen Techter im Echtel. So aus. Naja, schön. Blitzer werde ich auf jeden Fall nicht, denke ich mal. Ich glaube, 15. ist eigentlich realistisch. Wir werden sehen. Das war nicht gut, obwohl ich jetzt hier den quasi besten Wagen fahre. Naja. Okay, es sollte nicht regnen. Das hoffe ich auch. Nicht denn, das ist nämlich echt furchtbar. Der Regen ist auch mal eine ganz andere Sache. Der fällt mir sich dann wieder in die Box, oder müsste ich denn? Ah ja. Da bin ich ein bisschen aufgeholt, ne? Hat sich vorher noch 3, irgendwas? Ich doch Kampf da vorne. Die beiden. Deswegen können ja beide nicht Vollspeed fahren. Nicht ganz. Das macht echt mega Spaß. Okay, Grosjean haben wir da. Und wer war das da? Noch ein langer Name, Wehrlein vielleicht? Okay, bestimmt der ist, Roger. Der aber noch nicht. Und dieser Japaner, Hariato oder so. Irgendso ähnlich. Oh! Oh! Meine Güte! Ah, die Ecke überholen ist nicht ganz gut. Na? Boah. War vielleicht nicht ganz fair. War es geklappt. Noch keine großartigen Kollisionen bisher im Rennen. Bin ich auch stolz auf mich, muss ich sagen. Hätte mit mehr Radau gerechnet. So, Controller geht wieder aus. Puh. Ja, es ist anstrengend, aber es ist mega, mega geil. So. Ich hoffe, ein Gas, Fabian. Das wäre nicht so gut.
weder für die Reifen noch für die Zeit noch für dich selber. So, im dritten genommen die Kurve. Deswegen war der bestimmt DRS. Da war ich aber den vierten Mercedes, ja. Das ist die ziemlich vorbei. Naja, ein bisschen langsam. 14, da wäre ich nicht schlecht. Drei Runden hier, 13, 14, 15. Dann überholt nicht. Überholt nicht, meine Freunde, ja? Bleib schön hinter mir. Ah ja. Das war gut. Echt ein schönes Rennen. Ein bisschen spät gebremst. Ein bisschen gecuttet. Aber so muss das. Bisschen Risiko muss man ja auch gehen. Wenn wir holen vor allen Dingen. Soll ich nur auf Gelegenheiten warten? Ist doch Gelegenheiten schaffen. Auch kein Strafe bisher. Trotz ein wenig Karten. Übertreibt sie auch nicht. Zwei Runden, jetzt kommt die vorletzte. Sieht ziemlich gut aus für mich. Ein bisschen mehr Gas kann ich in der Kurve noch geben. Da ist noch ein bisschen was drin. Aber der Abstand zu Grosjean und diesem anderen, der wird ein wenig größer. Sofern ich kompetent fahre. Nein, nicht überholt, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Na gut. Überhol doch. Ah, der andere auch noch, Mist. So. So, zack, wieder zurückerobert. Kann sich so ein bisschen einprägen, so wie die Fahrer so ein bisschen drauf sind, wie die fahren. Da kann man so leicht abschätzen, ob man jetzt überholen kann oder nicht. Mann, was mache ich denn da? Nimmt sich Grosjean, ne? Ciao. Ja. Ja, aber in Ordnung. Nochmal DS. Jetzt nur noch ein bisschen vorsichtiger fahren. Nicht ganz so risikohaft. Eigentlich am wichtigsten ist es, Position halten. Das sieht echt gut aus. Das wäre echt geil. Bin ich mega mit zufrieden. Hamilton, neue Bestzeit. 1,34, 1,55. Er hat schon gewonnen. Glückwunsch, Hamilton. Ist sicherlich ein tolles Rennen gefahren. Ist noch Vettel überholt. Da Strafe habe ich eigentlich auch keine. Also muss ich auf 14er bleiben. Ja, hier noch ein bisschen aufs Gras, macht nichts.
auf die Zielgeraden. Ach, 14. Hammer geiles Rennen, fand ich. Also wirklich Hammer, Hammer geiles Rennen. Boah. Das war einfach anstrengend. Aber wirklich, hat mega, mega viel Spaß gemacht. Also wieder ein fantastischer Sieg für die Silberpfeil. Ja gut, für den einen Silberpfeil. Für mich nicht, aber ist auch ein Erfolg, glaube ich. Die Safety-Car-Phase hat den Rennverlauf auf den Kopf gestellt, nicht wahr? Es ist schwer zu sagen, was ohne sie passiert wäre, aber er hat diese Situation auf jeden Fall ausgenutzt und sich eine gute Position verschafft. Wenn ich das sage, kommen die Fahrer raus zur Siegerehrung, um ihre Trophäen entgegenzunehmen. Nach diesem hervorragenden Rennen können sie noch mehr Silber nach Brackley mitnehmen. Mhm. Übrigens ist Brackley der Sitz von dem Mercedes Formel 1 Team. Vom ersten das Hamilton, zweiter ist glaube ich Vettel und dritter müsste Räikkönen sein. Der alte Finne. Schön mit Shampoos übergießen. Ah, geiles Rennen. Guck mal, auf dem letzten gestartet, immerhin auf den 14. vorgekämpft. Und einige geile Duelle mit bei, fand ich. Mich teilweise sogar sehr gut überholt. Nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aus. Lewis Hamilton übernimmt nach diesem ausgezeichneten Ergebnis die Führung in der WM. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Heute geht dieser Titel für mich an den Mercedes-Piloten. Er hat das meiste aus den Reifen rausgeholt, ohne an Tempo einzubüßen. Wer das in der heutigen Formel 1 schafft, hat einen nicht ganz unwesentlichen Vorteil. Und so sieht es in der Konstrukteurs-WM. Ferrari hat die Führung in der Rangliste übernommen. Was war das für ein Wochenende? Wir hoffen, dass Sie auch nächstes Mal zu einer weiteren spannenden Folge dieser Formel 1-Saison dabei sind. Das hoffe ich. Welcher Mercedes-Pilot ist wohl gemeint? Natürlich ich. Natürlich bin ich hier der, ne? Nein. Aber immerhin. Genau, dann wieder Ricciardo, Verstappen, Bottas, Perez, Massa, Button, Gutierrez, Alonso, Sainz Jr., Hülkenberg. Auf dem 14. bin ja nicht gelandet. Hab mich auch ganz gut verbessert. Immerhin 8 Plätze, das ist ja auch schon sehr viel. Dann hinter mir ist Grosjean, Arianto, Wehrlein. Immerhin 17er geworden. Eriksson, Nasr, Kwiat und Palmer. Und ausgeschieden ist ja der gute Magnussen. Naja, und die Rundenzeit war auch nicht mehr so verkehrt. 1:34.694, das ist echt gut. Wenn ich mir so meine Konkurrenten die ansehe, oder die so vorne mir sind, die haben alle viel schlechtere Zeiten. 1:34er Zeit sind nicht viele gefahren. Das ist auch jetzt viel besser als im Qualifying. Oder an sich auch im Training. Richtig schön, also war nicht gut, gute Unterricht, ich bin eigentlich ganz relativ gut gefahren. Hat aber leider für Punkte nicht gereicht, gibt es erst ab 10. Platz. Gibt den ersten Punkt. Naja, aber ist auch ein Erfolg für mich. Bin auch sehr stolz auf mich. Ja, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Und hoffe, dass wir uns auch bei einer weiteren Folge wiedersehen. Jetzt nicht in F1, sondern vielleicht auch in Forza. Und dann würde ich sagen, ciao.